Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Heute wird wahrscheinlich das große Winter-Update kommen. Dazu wird dann natürlich auch nachher noch ein Video folgen, wenn es so sein sollte. Ich bin mir allerdings noch nicht ganz sicher. Ich habe da etwas auf Twitter gelesen, aber in-game ist zum Beispiel noch keine Ankündigung. Ich denke mal, es sollte aber ansonsten spätestens morgen kommen, da morgen dann ja auch im Prinzip der reguläre nächste Season-Start wäre, wenn es nicht verschoben worden wäre. Könnte auch eben mal ganz gut sein, dass es dann auf Donnerstag verschoben wird. Wenn euch das hier gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Ist kostenlos und dann verpasst in Zukunft auch keine Videos mehr. Außerdem, wenn ihr auch keine Livestreams verpassen wollt, checkt doch gerne mal den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Dort kommt ihr auf den Twitch-Kanal. Könnt ihr natürlich auch gerne ein Follow da lassen. Ich werde dort nämlich heute Nachmittag auch wahrscheinlich den Solo-Plattform-Cup spielen. Das heißt, wenn ihr das sehen wollt, checkt doch gern mal den Link aus. Heute im Item-Shop haben wir die Zuckerfee wieder im Shop. Ist, glaube ich, schon seit einem Jahr, also seit dem letzten Winter nicht mehr drin gewesen. Hier hinten mit diesen Flatterfrost-Splittern. Und dem Zuckerfee-Skin ist ganz nice, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir als nächstes den heißer Draht-Skin. Sieht eigentlich auch ganz cool aus mit der Megavolt-Spitzhacke. Dann haben wir als nächstes hier den Ruby-Skin. Mit der Streifenschlitzer-Spitzhacke und dem Himmelstreifen-Gleiter. Alles grüne Sachen, oder bis auf den Skin, wobei der auch nur ein blauer Skin ist. Also ein relativ günstiges Set, kann man sich auf jeden Fall auch kaufen. Dann haben wir den Knight Rider hier als nächstes, der hatte früher glaube ich keinen Backpack und hat dann irgendwann dieses Reserverad hinten noch als Backpack dazu bekommen. Dann haben wir als nächstes den Sternstab, dann den Hüftpfeffer-Emote, so ein Fortbewegungs-Emote. Dann haben wir als nächstes noch den Schlenki hier hinten auch mit einem Backpack, wo hinten so, glaube ich, eine Luftpumpe ist. Und dann eben halt so dieser Prinzip der Skin hier einfach in klein dran gehangen. Dann haben wir als vorletztes noch den Adler als Emote. Und dann noch Schattenboxer. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.